Hallo sehr und herzlich willkommen zu meinem Türchen hier auf dem Adventskalender. Mein Name ist Matthias, mein Kanal heißt Kobo, da geht es rund um kooperative Spiele und vielleicht ist das auch schon mal so ein Tipp, in welche Richtung mein Video gehen soll. Ich wurde gebeten, ein Spiel vorzustellen aus dem Verlagsprogramm, was eins ja meiner Highlights ist und da sind einige dabei, aber dieses Spiel, über das ich reden will, das ist etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Ich habe es in mehreren Durchläufen gespielt und immer ganz unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Sehr spannende, tolle Gespräche haben natürlich, so wie das bei kooperativen Spielen sein muss. Und dabei ist es eigentlich ein total düsteres Thema. Ein Thema, was schon oft in Literatur, Filmen, aber auch Spielen, sei es Brettspiele oder Computerspielen, thematisiert wurde. Aber ich finde noch nie auf diese Art und Weise, dass es wirklich so spannungsgeladen ist. Dabei ist es nicht unbedingt ein Weihnachtsspiel, eigentlich überhaupt nicht, denn es ist ein sehr erwachsenes Thema, wirklich nicht für Kinder geeignet und immer wieder beim Durchlaufen der Geschichte, bei den Erfahrungen, die man hier macht, erlebt man Dinge, wo man wirklich Gänsehaut bekommt und wo man sich ganz intensiv ja mit seinen Charakteren, die man hier übernimmt, auseinandersetzt. In diesem traurigen, ja sogar düsteren Thema lauert der Tod wirklich überall. Sei es, dass wir verhungern könnten auf der einen Seite, wir könnten verdursten oder halt gewaltsam sterben. All diese Möglichkeiten birgt dieses Spiel in sich. Und so wird dieses starke Narrativ, dieses Erleben von einer Geschichte verbunden mit so einem ja, Push-Your-Luck-Mechanismus, denn wir wollen das Beste für unsere Charaktere und sind dort auch bereit, sehr weit zu gehen, mit dem Aspekt auch Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die unbequem sind, die für andere Menschen, ja, schlimme Folgen haben können. Und so passiert es dann im Laufe dieser ganzen Geschichte, im Laufe dieses Spiels, dass die Geschichte dieser Charaktere irgendwann meine Geschichte wird. Und deshalb gehört es zu einem meiner absoluten Highlights. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Hinweise geben. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Habt ein schönes Weihnachten und kommt gut ins gesunde neue Jahr. Bis dahin. Ciao.